Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Walter Wissenbach, AfD-Fraktion. Bitte sehr. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsitzende des Petitionsausschusses. Herr Landtagspräsident Rhein hat in seiner wie immer vorzüglichen Rede anlässlich der Verpflichtung des neuen hessischen Datenschutzbeauftragten Prof. Dr. Roßnagel am 17. März einen beeindruckenden Vergleich gezogen. Er hat Prof. Roßnagel zitiert damit, dass dieser die Juristerei einmal als methodisch gezähmte Interessenauseinandersetzung bezeichnet hatte. Und dann hat Herr Rhein unseren Blick auf den Hessischen Landtag gelenkt und gemeint, dass auch hier große Begeisterung für eine manchmal mehr oder manchmal weniger gezähmte Interessenauseinandersetzung im Rahmen unserer Debatten herrsche. Schön wäre es, lieber Herr Rhein, schön wäre es, meine Damen und Herren. Gezähmt ist die Auseinandersetzung mit der AfD im Hessischen Landtag leider nicht, wie gerade die Entstehungsgeschichte dieser beiden Entwürfe zu einem hessischen Petitionsgesetz ganz exemplarisch zeigt. Es gibt hier in diesem Hohen Hause eben leider keinen Umgang gleicher und trotz unterschiedlicher Meinungen und Standpunkte sich gegenseitiger achtender Abgeordneter miteinander. Das demokratische Ziel, die AfD so gut wie und so weit das gerade noch geht zu mobben, ist das erklärte gemeinsame Ziel aller anderen Parteien in diesem Hause. Das als Feststellung, nicht als Klage. Warum hole ich so weit aus? Ich fand mich gleich zu Beginn der Legislaturperiode als Mitglied im Petitionsausschuss wieder. Ein Ehrenamt, das ich schon nach kurzer Zeit mit großer Begeisterung und sehr gerne wahrnahm und wahrnehme. Petenten sind Mandanten. Auf dem Hessentag in Bad Hersfeld im Juni 2019 schon, bei den Bürgergesprächen am Strand des Petitionsausschusses, wie auch zuvor schon in meinem Bekanntenkreis, erfuhr ich dann ganz drastisch, dass niemand praktisch weiß, wie scharf das wunderbare Schwert ist, das ein Bürger gegen ihn vermeintlich drangsalierende Behörden besitzt. Immer schon nach kurzer Erläuterung hellten sich die Gesichter auf. Ach, wenn ich das früher gewusst hätte. Ehrlich, so gut funktioniert das. Ja, warum sagt einem denn das keiner und vor allem noch nicht einmal der eigene Rechtsanwalt? Nach solchen Gesprächen kam mir auch die Idee, ein Petitionsgesetz zu schaffen, in dem leicht nachgelesen werden kann, was eine Petition ist und wie gut sie wirken kann. Den Rat, schauen Sie doch mal einfach im Internet nach der Geschäftsordnung des Hessischen Landtages. Da steht ab § 98 alles drin, funktioniert nicht wirklich gut. Und auch die Homepage des Hessischen Landtages ist leider nicht wirklich populär. Ein allgemein verständliches Gesetz zu schaffen, in dem jeder nachlesen kann, welche Rechte und Möglichkeiten er hat, wenn er meint, dass ihn hessische Behörden zu Unrecht quälen. Ein Gesetz, das leicht zu ergoogeln ist und das die an sich ja recht einfachen und jahrzehntelang bewährten, regelhaften Schritte und deren Folgen nach einer Einreichung einer Petition zum Hessischen Landtag aufzeigt. Ein Gesetz, das durchaus eines der populärsten Gesetze des Landes werden könnte, war ja keine originelle Idee. Sie war ja schon Jahrzehnte alt und sie war natürlich auch anderen Ausschussmitgliedern, vor allem der Vorsitzenden, längst eingefallen. Und eigentlich musste es lediglich eine Darstellung der längst bewährten, bürgerfreundlichen und zielführenden Abläufe sein. Einer neuen Anspruchsgrundlage bedarf es in Hessen ja meiner Meinung nach bis dahin gar nicht. Die parlamentarischen Abläufe müssen sich auch überhaupt nicht wesentlich ändern. Nur der Katalog der schönen Möglichkeiten, die die Bürger in Hessen haben, sollte endlich ganz vorn ins Schaufenster gestellt werden. Und weil gegen diese gute Sache gewiss niemand hier in diesem Hohen Hause etwas haben konnte und weil ich zudem in der höchst effektiven interfraktionellen Arbeitsgruppe zum HUAG auch am Rande des Hessentags in Bad Hersfeld mitwirken und Eindrücke sammeln konnte, hielt ich auch dieses Projekt für eine interfraktionelle Arbeitsgruppe für effektiver als das übliche, sonst natürlich unübertreffliche parlamentarische Verfahren mit verschiedenen konkurrierenden Vorschlägen und Entwürfen. Denn wenn es ausnahmsweise keine Auseinandersetzung wegen unterschiedlicher politischer Interessen gibt, sondern ausnahmsweise
alle 137 Abgeordneten dasselbe wollen, nämlich das effektivste Untersuchungsausschussgesetz oder eben auch das bürgerfreundlichste Petitionsgesetz, dann bedarf es ja ausnahmsweise auch keiner im eingangs erwähnten Zitat von Professor Roßnagel beschriebenen methodischen Zähmung einer Interessenauseinandersetzung in dieser einzelnen seltenen Frage. Ich warb dann nach dem Hessentag 2019 immer wieder in der VPK für eine fraktionsübergreifende Befassung mit diesem Thema. Mir war dieses Gesetzesprojekt zu schade dafür, zwischen in Wirklichkeit nur gespielten Meinungsverschiedenheiten zerrieben zu werden. Alle guten Ideen sollten einfließen können, egal woher. So wie es beim HUAG ja auch gewesen war. Aber die Zeit verstrich. Und erst Anfang dieses Jahres erhielt ich in einer VPK-Sitzung von den Obfrauen von CDU und Grünen endlich Antwort auf mein Drängen zur interfraktionellen Zusammenarbeit beim Projekt Petitionsgesetz. Man eröffnete mir und der Obfrau der Linken so diplomatisch wie möglich, dass man durchaus interfraktionell zusammenarbeiten wolle, aber leider nur ohne die Abgeordneten der Linken und der AfD. Auch gut, schade. Niemand drängt sich auf und niemand jammert rum, aber ob das Projekt besser geworden wäre, wenn auch die Linke und wir daran hätten mitarbeiten dürfen, wer weiß, vielleicht ja, vielleicht nein. Einigermaßen verblüfft war ich dann allerdings, als Herr Innenminister Beuth ebenfalls am 17. März hier im Plenum unter Beifall der beiden Regierungsfraktionen erklärt hat, dass die hessische Landesregierung dem Petitionsausschuss bei der Schaffung dieses eigenen Gesetzes jede notwendige Unterstützung zuteil werden lassen würde, sofern gewünscht. Ob es eine solche Unterstützung gegeben hat, weiß ich nicht. Dass eine solche Unterstützung nur einzelner Landtagsfraktionen durch Gewährung von Rat und Hilfe bei deren Gesetzesprojekten durch die Landesregierung wohl als Skandal bezeichnet werden müsste, dürfte Konsens in diesem Hause sein. Andererseits wäre an einer regierungsseitigen Unterstützung für eine von allen Teilen des Parlaments gemeinsam betriebene Gesetzesentwicklung natürlich nichts auszusetzen. Sie wäre zu begrüßen. Bittere Früchte zeigt nun die unvernünftige Ausgrenzung von AfD und Linken bei der Schaffung des hier von den Regierungsfraktionen zusammen mit SPD und FDP eingebrachten Gesetzesentwurfs in jedem Fall, meine Damen und Herren. Denn wenn es eine regierungsseitige Unterstützung bei diesem Entwurf gab, werden Rechnungshof und Öffentlichkeit sich kümmern. Und gab es keine, dann hätte der Entwurf bestimmt noch besser werden können, als so, wie er nun schon ist. Dem Gesetzesentwurf von CDU, Grünen, SPD und FDP wird die AfD-Fraktion zustimmen. Zum einen finden auch wir ihn gut, zum anderen fällt uns kein besserer Weg als die Zustimmung ein, um die Entwurfsverfasser zu beschämen. Den Gesetzesentwurf der Linken lehnen wir inhaltlich ab, nicht wegen der Urheberschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Wissenbach. Nächster Redner für die Freien Demokraten, Herr Kollege Janky Bürsin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch Hessen bekommt nun, wie viele andere Bundesländer, ein Petitionsgesetz. Ein Petitionsgesetz, das das gesamte Petitionsverfahren von der Einreichung über die Art der Behandlung bis zu seinem Abschluss regelt. Wir haben dieses Gesetz gemeinsam mit den Fraktionen von CDU, Bündnis 90 die Grünen und SPD erarbeitet und damit fraktionsübergreifend und konstruktiv einen gesetzlichen Rahmen geschaffen. Auch ich möchte mich bedanken bei den Obleuten und der Ausschussvorsitzenden für diese konstruktive und wertvolle Arbeit. Dass dies möglich war, ist für uns alle ein Anlass zur Freude. Es spiegelt aber auch das wider, was die Arbeit im Petitionsausschuss kennzeichnet und von der Arbeit anderer Ausschüsse unterscheidet. Das gemeinsame Bemühen darum, jeder Petition in der bestmöglichen Art und Weise gerecht zu werden und den Petenten, wo immer es auch rechtlich möglich ist, weiterzuhelfen. Wir alle, die wir im Petitionsausschuss arbeiten, verstehen uns als Interessenvertreter derjenigen, die uns um Aufmerksamkeit und Hilfe bitten.
Zu den Wortbeiträgen der LINKEN und der AfD will ich nur kurz etwas sagen. Ich habe hier in erster Linie eine Textanalyse gehört, was da so alles anders ist. Ich habe aber nicht herausgehört, was da besser sein soll. Wird auch noch bestätigt. Wir legen das beste Gesetz vor. Es kommt auch noch Zustimmung. Auch mit dem Petitionsrecht können wir alle anderen Gesetze nicht aushebeln. Die müssen wir weiterhin beachten. Das tun wir in unserem Gesetzentwurf. Alle 6 Fraktionen in diesem Landtag hatten die Möglichkeit, im Rahmen der VPK sich einzubringen. Die eine hat es mehr, die andere hat es weniger genutzt. Das ist auch die Wahrheit. Am Ende war es aber die Entscheidung der 4 demokratischen Fraktionen, eben einen gemeinsamen Gesetzentwurf einzubringen. Das haben wir gemacht. Und genau durch diese gemeinsame Vorarbeit und genau durch diese Gesetzeseinbringung erreichen wir jetzt das bürgerfreundlichste Petitionsrecht, was wir für Hessen auch schaffen wollen. Wir, die Fraktion der Freien Demokraten, haben dabei deutlich auf die Rolle des Berichterstatters geachtet. Den Berichterstatter wollen und haben wir gestärkt. Es ist nach unserem Verständnis nicht sinnvoll, wenn der Berichterstatter nicht Hüter des Verfahrens ist und zum Beispiel einfach so gezwungen wäre, eine Petition abzubrechen, ohne dass es ihm sinnvoll erscheint. Der Berichterstatter braucht diese Rolle, um zwischen der Landesverwaltung und dem oder den Petenten zu vermitteln und etwas zu erreichen. Zudem haben wir die Auskunftsrechte festgeschrieben. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Mitglied des Petitionsausschusses lernt man, es ist nicht immer alles so eindeutig, wie Gesetze oder Regeln es erwarten, und eine Verwaltung kann auch mal falsch liegen. Jedem neuen Mitglied des Landtages hilft die Arbeit im Petitionsausschuss. Schnell und umfassend bekommt man eine Idee, was die Menschen in allen Lebensbereichen bewegt. Die Vorlage des Gesetzes stärkt insgesamt das Petitionsrecht in Hessen. Das Petitionsverfahren basiert nun nicht mehr vornehmlich auf der Geschäftsordnung des Landtages. Wir haben in dem vorgelegten Gesetz die Verfahren und Regelungen, nach denen wir im Ausschuss gearbeitet haben und die im Laufe der Zeit kontinuierlich weiterentwickelt wurden, festgeschrieben. Bei der Entwicklung des Gesetzentwurfs kamen nochmals alle bisherigen Regelungen auf den Prüfstand. Wir haben uns bei jedem einzelnen Punkt die Frage gestellt, was hat sich bewährt, was ist sinnvoll und was ist verbesserungswürdig. Wir können heute sagen, es ist ein gelungenes Gesetz, das wir heute einbringen. Alle Fraktionen haben schon lange die Notwendigkeit gesehen, ein solches Gesetz zu schaffen. Dass wir diese Absicht nun auch umgesetzt haben, hat auch damit zu tun, dass sich die Art und Weise verändert hat, mit der sich die Bürgerinnen und Bürger heute an den Landtag wenden und von ihrem Petitionsrecht Gebrauch machen. Heute werden viele Petitionen online eingereicht und nicht mehr in Papierform. Das hatte natürlich Konsequenzen und erforderte neue Regelungen. Darüber hinaus gibt es viele Petitionen, die von öffentlichem Interesse sind und von vielen Menschen unterstützt werden. All diese Unterstützer haben ein nachvollziehbares Interesse daran, über die Behandlung und das Ergebnis der Petition unterrichtet zu werden. Um mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit in die Arbeit des Petitionsausschusses zu bringen, haben wir im Gesetz die Veröffentlichung von Petitionen in anonymisierter Form geregelt. Diese Petitionen sollen über die Internetseite des Landtages eingesehen werden können. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass nur der Landtag das Recht hat, Petitionen zu behandeln und Stellungnahmen von Behörden und Ministerien anzufordern. Nur über den Landtag kann eine Petition zu einem Abschluss gebracht werden. Nur der Petitionsausschuss des Hessischen Landtages kann etwas für die Betroffenen erreichen. Online-Portale, die Petitionen veröffentlichen und Unterstützervoten sammeln, sind in dieser Hinsicht kein Ersatz. Aber in diesem Bereich müssen wir noch eine Menge an Aufklärungsarbeit leisten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben im April das 50-jährige Bestehen des Petitionsausschusses gefeiert, richtig förmlich, auch mit der Anwesenheit des Präsidenten. Das Gesetz ist zu diesem Jubiläum auch ein starkes Bekenntnis zum Petitionsrecht. Das Petitionsrecht ist nicht nur für uns Abgeordnete wichtig, es ist ein starkes Recht und es ist ein Jedermannsrecht. Auch den Bürgerinnen und Bürgern ist es wichtig, das zeigt auch die starke Zunahme des Petitionseinganges in der Corona-Pandemie. Es gibt weiterhin viel im Petitionsausschuss zu tun. Diese Arbeit wollen wir mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf unterstützen und stärken.
Vielen Dank, Kollege Bösing. Das Wort hat die Frau Abg. Katrin Schleenbecker, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr, Katrin. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich sehr, dass wir heute das Gesetz zur Bearbeitung von Petitionen an den Hessischen Landtag, um mal den vollständigen Titel zu nennen, in den parlamentarischen Geschäftsgang einbringen. Bereits im Koalitionsvertrag hatten wir als regierungstragende Fraktionen angekündigt, das in unserer Verfassung verankerte Recht, sich mittels einer Petition schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an den Landtag zu wenden, mit der Erarbeitung eines Petitionsgesetzes stärken zu wollen. Bislang war die Geschäftsordnung, wie auch bereits erwähnt, die Arbeit des Petitionsausschusses in der Geschäftsordnung geregelt. Und auch in den vergangenen 50 Jahren hat der Hessische Landtag im Petitionsausschuss schon sehr intensiv für die Interessen und Anliegen der Menschen gearbeitet. Wir hatten dazu eine gute Arbeitsgrundlage, halten es aber für nun an der Zeit, dieses Jedermannsrecht in Form eines Gesetzes aufzuwerten. Der nun vorliegende Entwurf wurde in wirklich sehr konstruktiven Gesprächen zwischen den Koalitionsfraktionen der SPD und der FDP erarbeitet, und ich möchte mich hierfür herzlich bedanken. Und ich bin auch der Meinung, dass der von uns getroffene Konsens noch einmal deutlich zeigt, worum es bei der Bearbeitung von Petitionen geht. Keine Parteipolitik steht dabei im Vordergrund, sondern eine Überprüfung und womöglich eine Lösungsfinden für die Anliegen, die uns vorgetragen werden. Und wo auch immer es nicht gelingt, den Anliegen der Petentinnen und Petenten zu entsprechen, es ist immer klar, wir im Petitionsausschuss, wir beschäftigen uns intensiv mit den Anliegen der Menschen und wollen dabei auch weiterhin gut zusammenarbeiten. Dabei ist mir auch wichtig, und das muss man in dieser Woche leider auch mal erwähnen, dass der Ausschuss vertraulich tagt und die Mitglieder des Petitionsausschusses nämlich nur so die Möglichkeit haben, wirklich alle Argumente auszutauschen, um gute und rechtskonforme Lösungen für die Menschen zu finden. Wichtig ist auch noch einmal zu verdeutlichen, dass das Recht, sich mit einer Petition an das Parlament zu wenden, ein Grundrecht ist. Und ich hoffe, durch die Pressekonferenz, die wir am Montag hatten und die sich anschließende Debatte in den kommenden Wochen, stärken wir das noch einmal, dass die Menschen aufmerksamer werden, welches der richtige Weg ist, nämlich nicht ein schneller Klick im Internet, wenn man etwas erreichen will für sein Anliegen, sondern eine eingereichte Petition hier an unser Haus. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf stärken wir das Grundrecht auf eine Petition und damit auch unsere Demokratie. Die Petitionen haben in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und es ist immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass das der direkte Draht ins Parlament ist. Es braucht dabei nicht viele Unterschriften oder lautstarken Protest. Nein, die Eingabe einer einzelnen Person wird genauso bearbeitet wie die einer größeren Gruppe. Und wir Grüne, wir haben uns schon immer für einen starken Bürgerdialog stark gemacht. In Hessen, was ja auch gerne mal als das Stammland des modernen Datenschutzes bezeichnet wird, haben wir bereits in der vergangenen Legislaturperiode die Regelungen zur Informationsfreiheit gestärkt. Wir haben Transparenz für staatliches Handeln geschaffen. In dieser Legislaturperiode haben wir hier in diesem Haus den Bürger- und Polizeibeauftragten auf den Weg bringen können. Und damit haben wir ein weiteres niedrigschwelliges Angebot geschaffen, damit die Menschen aus unserem Land sich mit Anregungen, Kritik und Beschwerden an den Landtag wenden, an den Beauftragten wenden können. Und nun gehen wir, und es freut mich sehr, mit dem Petitionsgesetz gemeinsam mit den demokratischen Fraktionen einen weiteren Schritt zur Unterstützung des aktiven Bürgerdialogs. Wir werden diesen Gesetzentwurf gemeinsam oder unter Federführung des Hauptausschusses beraten, und wir schauen uns dann einfach auch wirklich konzentriert an, was an Anregungen kommt. Deswegen machen wir ja auch eine Anhörung. Und das heißt ja nicht, dass ein Entwurf in Stein gemeißelt ist und nicht eventuell noch besser werden könnten, auch wenn ich die Diskussion und das Abwägen in der VPK, in unserer gemeinsamen Arbeitsgruppe, als sehr konstruktiv empfunden habe. Wie gesagt, auch durch die Unterstützung des Petitionsreferats, namentlich sei Frau Engelhardt genannt, gut unterstützt, und auch noch einmal Danke an das Haus vom Innenminister.
Und im vorliegenden Entwurf haben wir uns ganz konkret den Schwerpunkt auf unsere konkrete Arbeit, die wir im Ausschuss immer machen, bezogen, die wir als Berichterstatterinnen und Berichterstatter dort für die Anliegen der Menschen leisten. Wir haben uns gefragt, was braucht es an gesetzlichem Rahmen für die Petenten und Petentinnen, aber auch besonders für die Berichterstatterinnen und Berichterstatter, um die Aufgaben in diesem besonderen Ausschuss gut und auch zielführend zu bewältigen. Wie wir nun vorgesehen haben, stärken wir die Rolle der Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Und wenn wir das tun, stärken wir damit ja auch die Petentinnen und Petenten. Deren Anliegen können so mit den neuen Regelungen noch viel besser bearbeitet werden. Und ich verspreche mir davon, dass wir das gemeinsam im Ausschuss auch gut umsetzen können. Es ist ein guter Gesetzesentwurf, den wir heute hier einbringen. Und ich weiß, dass die Mitglieder des aktuellen und auch folgender Petitionsausschüsse damit werden gut arbeiten können. Wir schaffen für das Petitionsrecht einen klaren gesetzlichen Rahmen. Ich bedanke mich an allen Beteiligten, freue mich auf weitere Diskussionen und möchte zum Schluss sagen, dass wir Transparenz, Dialog und Mitwirkung in den vergangenen Jahren bereits in Hessen deutlich ausgeweitet haben und das Petitionsgesetz ein weiterer Schritt ist bei der Verwirklichung unseres gemeinsamen Anliegens eines aktiven Bürgerdialogs. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schleenberger. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Wintermeyer. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Das Petitionsrecht, meine Damen und Herren, gehört zu den ältesten Rechten überhaupt. Seine Ansätze finden Sie schon im Mittelalter. Und heute ist die Zulässigkeit von Petitionen ein allgemein anerkannter Bestandteil der deutschen demokratischen Grundrechte eines jeden Bürgers, einer jeden Bürgerin. In der Bundesrepublik ist es in Artikel 17 Grundgesetz festgeschrieben. Dort heißt es, jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Meine Damen und Herren, es ist übrigens fast wörtlich aus der 2,5 Jahre zuvor schon beschlossenen und volksabgestimmten hessischen Verfassung abgeschrieben oder daran orientiert. Jeder und jede hat in unserem demokratischen Gemeinwesen Anspruch darauf, dass seine Petition entgegengenommen und auch beschieden wird. Die Beschäftigung mit Petitionen obliegt den Parlamenten und den jeweils zuständigen Ausschüssen. Und bevor diese eine Handlungsempfehlung abgeben, holen die Petitionsausschüsse Stellungnahmen ein, meist in unserem Fall auch bei der Hessischen Landesregierung. Und ich darf Ihnen sagen, dieser Bitte oder diesen Bitten kommt die Hessische Landesregierung gerne auch in Zukunft nach. Es geht ja um das Vertrauen auch in unsere Entscheidungen, und das ist uns als Regierung sehr wichtig. Meine Damen und Herren, verehrte Frau Vorsitzende Strube, die Hessische Landesregierung hat eine hohe Anerkennung von der Arbeit der Mitglieder des Petitionsausschusses, die sich in jedem der vorliegenden Fälle, und wenn ich richtig informiert bin, waren es 2020 fast 1.400 Fälle, sach- und rechtskundig machen und sodann in Eigenverantwortung die Petition bescheiden. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, zu den Inhalten der beiden vorliegenden Gesetzentwürfe, weil sie aus der Mitte des Parlaments kommen, wird sich die Hessische Landesregierung einer näheren Bewertung enthalten, ohne jedoch zu verschweigen, dass sie den vorliegenden Gesetzentwurf von CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD und FDP für zielführender und bürgerorientierter hält. Das hat Sie jetzt überrascht, klar. Man muss es nur richtig verpacken, aber da, bei der Verpackung sind Sie ja Meister. Das ist ja im meisten Sinne des Wortes bekannt. Die Behandlung ist im Hauptausschuss vorgesehen. Das ist vom Parlament so entschieden worden. Wir werden das gerne auch im Hauptausschuss seitens der Landesregierung mit begleiten, zumal der Hauptausschuss ja auch ein kleiner Petitionsausschuss ist. Im Hauptausschuss werden ja die Rundfunkpetitionen behandelt, die an der Summe auch nicht wenig sind. Sie sind zwar meistens immer in der gleichen Richtung laufend, aber
Es ist auf jeden Fall auch ein Ausschuss, der sich mit Petitionen intensiv beschäftigt. Und Frau Heitland, auch wenn Sie sagen, Herr Wintermeyer, laden Sie mich gerne ein, das kann ich nicht, da müssen Sie den Ausschussvorsitzenden fragen. Ich bin auch nur Gast im Hauptausschuss. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, darf ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und wir freuen uns, dass es zu einem parteiübergreifenden großen Konsens gekommen ist. Danke. Herr Minister, herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Aussprache. Die beiden Gesetzentwürfe werden zur Vorbereitung der zweiten Lesung an die Ausschüsse, Hauptausschuss und Petitionsausschuss, überwiesen.